Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ghost of Tsushima Let's Plays hier auf meinem Kanal. Wir haben letzte Episode wie wild geworden mit der Sarugami-Rüstung auf Verschiedenes eingeschlitzt. Ja. Na, haben das hier geregelt. Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Sind es wieder, ne, obwohl wir da unten gespeichert hatten, da so rausgeportet worden. Wohnt da jetzt jemand? Bestimmt, oder? General Brotkorps Lager. Ja, da scheint erstmal niemand zu wohnen, ne? Was auch absolut okay ist für mich. Ach, Freundchen, ne? Bräuchte es eigentlich einen Namen oder eine Rüstung oder irgendwas, aber ist wie es ist. Naja, ich würde behaupten, Nexto Mission ist, wie wir es gesagt hatten, wir gehen mal Richtung dieses Lager, oder? Und schauen uns einfach mal an, was da so Phase ist. Und auf dem Weg dahin, ja, hätte ich jetzt gerade direkt machen können, legen wir natürlich wieder eine Rüstung an, mit der wir besser die Map aufdecken. Genau. Einfach da, und das haben wir jetzt ja echt schon oft durchgekaut, meiner Meinung nach mehr als lang genug dauert, die Map aufzudecken, ne? So ist es nicht. So, ich glaube, es wird gerade Nacht. Ist aber cool. So ein nächtliches Ambiente sehe ich jetzt. Ja, das Pferd hat ordentlich zu schnauben. Na, im Winter aber auch so rennen ist, ja, muss man erstmal machen, ne? Säugetiere. Schon eine ziemlich irre Spezies eigentlich, ne? Einfach Säuger. Ja. Aber Säuger hin oder her? Wo sind die nächsten Mokos? Ich glaube, die wollen mal wieder gegen den Sarugami-Geist antreten, ne? Das sieht nämlich ganz schlecht aus für die. Also, verzeiht, aber letzte Episode haben wir so bodenlos performt. Na, das war schon ganz weit vorne dabei. Oh! Wen haben wir denn da? Das ist ja... Oh, ich reite ja vollkommen falsch. Ja, dann mach mal die schnell, ne? Und dann reit mal wieder in die richtige Richtung. Ja, ich bin da nur lang geritten, weil ich dachte, kommen die nehmen wir noch mit, ne? Und dann, genau. Dete Koi. Warum darf ich den nicht fordern? Naja, ist was ist, ne? Oh no! Oh! Mist! Du willst gerade noch nicht, oder? Dann kriegst du noch Liebe, ist ja klar. So, Freundchen. Was machen wir auf die Tour? Oh nein. Ah, Mist. Ui, ui, ui. Ei, 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 ei. Kassieren die, ne? Geisthaltung aktiviert. Also nicht aktiviert, aber, ne, unlocked. Gewissermaßen. Wäre jetzt ready für den Einsatz. So, das Schneetreiben weht doch in diese aber der Wind weht, ja, alles klar. Das habe ich einfach nur fehlgedeutet. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Rennen die vor mir weg? Die haben doch sonst immer Bock gehabt, oder? Präfektur Sago. Na, da bin ich mal gespannt, ne? Okay, alles klar. Da liegt ein Leichnam. Ruhe in Frieden. So, und weiter geht's, ne? Sammeln wir da noch einen Bambus ein und dann gucken wir mal, was da unten abgeht. Was haben wir denn hier? Das sieht nach Mokos aus, oder? Und ich glaube, die haben Bock. Ja, ja, die haben ordentlich Bock, glaube ich. Hui! Harbo! Ja, Harbo nennt man das, ne? Wo Harbo? Tja, Freundchen, ne? Auf die Tour nämlich. Alter, werden die hier abgestochen. Junge, Junge, ne? Wer schießt? So, jetzt wird reingegeistert, ne? Geisterstunde! Oh, Mist, ne? Ui, ui, ui. Wir werden ja richtig niedergeslaughtert. Ich nehme den hinteren, ne? Na, Freundchen? Bock? Ah, Mist. So, dann wird die hier erstmal befreit, ne? Und dann gehen wir weiter im Lager vor, oder? Ah, ne, guck mal.
Oi, oi, oi. Oh. 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 Who's next, ne? Schade. Den hat er stecken. Uiuiui. Aber da habe ich zweimal gegen die Speerträger wieder meine Rattenhaltung verspielt, ne? Ich würde ja immer gerne sagen, passiert den Besten, aber wir werden noch so viel besser, dass das uns nie wieder passiert. Gegner sind in der Nähe, ist das so? Ich sehe hier gerade tatsächlich gar niemanden, aber... Hä? Le Game wird schon Bescheid wissen. Töte Gegner mit Gegenangriffen nach perfektem Ausweichen. Alles klar, ja, das machen wir, ne? Ihr kommt hier nicht rüber, ne? Dann komme ich zu euch. Uiuiui, den hatten sie aber ordentlich. War eine schöne Kombo eigentlich, oder? Aidon. Wir laufen jetzt rückwärts. Rückwärts ins Lager rein, Jin, ne? Okay. Wer will gegen den rückwärts laufenden Jin antreten? Manchmal liebe ich es, wenn er einfach rückwärts läuft. Das macht irgendwie was mit mir. Ja, kommt nur her. Ich bin sowas von bereit für euch. Ich muss noch drei von euch mit perfektem Ausweichen regeln. Schau mal erstmal, was hier in der Chest drin ist, ne? Aha. Nee. Ah, ich muss sie damit machen, gell? Ich muss sie damit umbringen. Uiuiui, den habe ich nicht kommen sehen. Na, der kommt dann immer so ultra schnell, finde ich. Nee, aber gegen den muss ich üben. Den muss ich schon auch können, den Move, ne? Guck mal. Niedermetzeln, echt? Ja dann, metzel mal den nieder, ne? Muss schon auch mal sein. Das war Number One. Okay. Der wurde einfach mal niedergemetzelt hier, ne? Achso, ich bin voll. Erstmal Entschlossenheit heilen hier, ne? Komm, Entschlossenheit. Ich fände es manchmal witzig, wenn man Leben gegen Entschlossenheit tauschen könnte. Aber was wäre das irgendwie für ein Move? So, ja, ich opfer mein Leben und dafür bin ich danach voll entschlossen. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Merke ich gerade selber, ne? Okay, das ist na, also hier ist nichts mehr. Das optionale Ziel habe ich offensichtlich nicht erreicht. Ja, Mühle von Saga wurde geregelt. Allerdings ohne alle optionalen Ziele zu erreichen. Das ist okay. Na, das passiert den Besten und bald nicht mehr uns. Wir müssen einfach besser sein als die Besten, ne? Das ist ganz klar. So, was haben wir hier denn noch, ne? Glühwürmchen eben. Du sagst, ja, hier gibt es ja eigentlich immer noch irgendwas, ne? Aha, guck mal, hier geht noch ein Artefakt-Dili. Was haben wir hier? Nichts, was gerade für uns wichtig wäre. Okay, dann geht's gewissermaßen direkt weiter für uns, oder? Ich meine, das war jetzt ja das Dorf. Ah, nee, das lag hier dazwischen einfach. Verstehe. Ja, perfekt, dann. Mühle von Sago ist noch weiter entfernt. Na, das ist unser nächstes Ziel. Ah, jetzt dürfen wir dich ja... Tut mir leid, du musst das jetzt echt lang warten, gell, Madame? Hier, guck mal. Die Arme hockt da im Schnee. Ja, pass auf, Blasenentzündung und so, ne? Ja. Ich danke dir vielmals. Chiwi! Ah, geil. Oh, yo. Okay. Hi, na, wer bist du denn? So. Oh. Ah, das sind tierische, ne? Da unten geht irgendwas gegen einen Bär. Da jump ich rein. Und wer regelt da wen, ist immer die Frage. Wohin denn mit ihm? Ja, ja, gell. Ja, ja, so sieht's halt manchmal aus, Freundchen. Na, so sieht's halt manchmal aus. Ich brauche nicht die Sarugami-Rüstung, um mit euch zu falten. Geht auch so. Auch wenn ich den ersten Hit ein bisschen schändlich abbekommen habe, ne? Aber... Naja. Naja.
Naja. Das ist dann natürlich auch immer schwierig, ne? Wenn man dann quasi wieder von der Sarugami-Rüstung zurückwechselt, dann ist das immer ein bisschen unchillig. Aber auch da werden wir noch reinkommen, dass wir quasi einfach mit beiden Rüstungen brachial unterwegs sind und dann passt die Geschichte. So, hi! Na? Bin ich gespannt, ob die Kamera uns gönnt oder ob sie uns nicht gönnt. Wir werden sehen, ne? Koi. Wo, wo, wo? Und der letzte? Ah, perfekt, ja. Na, da ist noch einer. Komm nur her, ich bin ready für dich. Uiuiui. Ui, ui. Das ist nicht cool, oder? Sag mal, manchmal darf ich einfach gar nicht queuen. Ja, doch eben, gell? Das ist super komisch. Was ist denn das für eine coole Haltung? Ah, das ist, wenn ich Pfeile blocke, oder? Genau, ja, stimmt, das können wir ja auch. Gedrückt halten, Pfeile blocken. Das mache ich nie. Na, das mache ich wirklich nie. Da wird immer gerollt. Ja, hier Pfeile blocken ist auch, ne, nicht ganz so mein Ding. So, Birdo, was willst du uns denn zeigen? Ja, guck mal, ich bin bereit. Wir wechseln noch geschwind die Rüstung. Da fände ich es ganz nice, wenn man sich zwei Kits zusammenstellen könnte und zwischen denen immer lässig wechseln. Das wäre cool. Irgendwie die sich noch so auf irgendwelche Hotkeys legen, so die F-Tasten eventuell oder so. Das wäre doch eigentlich ganz nett. Also, was ist denn hier los? Hier scheint ja niemand wohnhaft zu sein, oder? Du bist am verfolgten Ort angekommen, ja. Und wer genau wohnt jetzt hier? Niemand. Oh. Seiryus wütender Blick für einen Krieger mit dem Herz eines Drachen. Okay, das scheint ziemlich episch, ne? Also, Krieger mit Drachenherz, doch, doch. So, guck mal, da haben wir hier eine Questo. Verrattet im Schnee, das dürfte hier drüben sein, ne? Na, guck mal, da ist auch tatsächlich jemand, der da wohnt. Ich will keinen Ärger. Warum rennt er weg? Echt so, warum rennt er weg, ne? Oh, Leute. Alles gut bei euch? Bitte, mein Herr. Sprecht mit Sota, dem Färbemeister. Okay, dann mache ich das mal, ne? Finde Sota. Er scheint hier wohl irgendwo zu sein. Na kommt, gehen wir erstmal dem Glühwürmchen nach. Das dürfte er hier sein, ne? Alles klar, aber wir suchen jetzt natürlich erstmal. Okay, ich glaube, Glühwürmchen will nach oben. Dürfen wir hier irgendwo nach oben? Sieht nicht so aus. Okay, dann reden wir erstmal mit dem. So, Freundchen, na, wie ist es? Hi. Ihr seid der Samurai, den sie den Geist nennen. Und doch fliehen die eure vor mir. Warum? Ein Fremder könnte alles sein. Mongole, Bandit. Wenn sie euch ausplündern, kann ich helfen. Bemüht euch nicht. Wir bekommen das alleine hin. Ihr lehnt meine Hilfe ab. Unsere Feinde sind Krankheit und Hunger. Nicht durch Klingen heilbar. Wie ihr wünscht, Sota. Verborgen im Schnee. Na, dann gucken wir mal, ne? Inwiefern können wir den jetzt... Wir haben ja so ein paar Gifte dabei oder so. Hier stimmt was nicht. Ich sehe mich mal um. Klingt nach einer guten Idee, ja. Wir müssen vor allem da aufs Dach chillen, ne? Die Frage ist nur, wo und wie. So, Glühwürmchen, was sagst du? Da drin, oder? Wie kommen wir da rein? Ah. Nee, ich wollte eigentlich auf das untere... Ah! Ich wollte auch nur auf das Vordach hier, ne? Na, also... Hätte ich mir den Weg drumherum echt sparen können, ne? So, und liegt hier jetzt auch? Ja, da, das sieht doch gut aus, na, also. Perfekt.
Dann schauen wir uns mal um, ne? Wo genau sollen wir uns denn umsehen? Es geht hier schon wieder was, oder wie? Echt jetzt in der Richtung auch noch? Eieiei, das Glühwürmchen nicht vermissen, ne? Es lenkt einen hier und da schon ab, aber ich meine, wir müssen uns ja ohnehin umgucken. Können wir auch das Glühwürmchen so ein bisschen mitverfolgen. Willst du da hoch? Ich habe das Gefühl, es will hier hoch. Ja, gell, du willst da rein. Verstehe. Hm. Erstmal wegmetzeln die Teile hier, ne? Wo genau wir uns jetzt hier umschauen sollen, ist mir gerade noch schleierhaft, aber auch das werden wir noch aufdecken und herausfinden. Ja, gehen noch mal ein paar Aufzeichnungen. Nur so zwei direkt an einem Ort, finde ich schon manchmal ein bisschen irre, ne? Eieiei, okay. Und das hier ist jetzt nicht spannend zum Umschauen, oder wie? Das ist mordsmäßig Leichnämer in, ne? Echt jetzt? Wie viele Artefakte sollen denn auf einem Fleck gehen? Gucken wir uns auch hier nochmal um, ne? Also hier ist alles sehr kaputt. Zerfallen. Düstere Stimmung. Aber was hier geschehen ist, außer Krankheit und Hunger, ne, kann ich hier jetzt nicht viel erkennen, würde ich mal behaupten. Scheint mir jetzt auf den ersten Blick nicht so, als wäre hier feindliches Einwirken der Fall gewesen oder so, ne? Ah, guck mal da. Ja. Wo ist das gute Stück? Brennöl wäre da am Start. Können wir da eigentlich, warte mal ab, können wir da eigentlich vielleicht direkt mehr rausholen? Mehr Brennöl oder so? Hm, sieht erstmal nicht so aus. Wofür haben wir noch 7 Lärm? Ja, ja, hier halt, ne? Aber bin mir echt noch nicht sicher, ob ich das machen will. Weil Speerträger dann ja echt, weiß ich ja nicht, ne? Ist dann schon irgendwie ein kleiner Joke, habe ich so das Gefühl. So. Wo genau sollen wir hier denn suchen? Gucken wir mal auf der Map. Ja, ja, schon das, ist schon ein großes Areal. Alles, was so von dem Fluss eingespeist ist. Vielleicht ist denn ihr Brunnen oder das Wasser oder so vergiftet, ne? Dann würde man das aber flussaufwärts tun, oder? Und nicht flussabwärts, damit es das Dorf tangiert in dem Sinne. Das heißt, wir gucken mal nochmal da hinten. Würde meiner Meinung nach auch Sinn machen, so von wo wir den Job bekommen haben versus, ne? Ja, da wird irgendwas gemahlen, glaube ich. Da bin ich aber auch irgendwo nicht fachkundig genug. Naja, ich raff's jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Kuchidae. Hier drüben. Ah, was erzählst du? Ohanashiga. Aber lasst etwas Abstand. Was wollt ihr? Bitte kommt mit mir. Alles klar, dann gucken wir uns das mal an. Folge dem Bauern. Dann machen wir das mal, ne? Bleiben natürlich todesaufmerksam, wie immer. Ne? Natürlich gehe ich gerne mal mit. Ja, hier war ich eigentlich schon. Warum so geheimnisvoll? Ich kenne diese Leute nicht, mein Herr. Sie sollten uns besser nicht zusammen sehen. Sie verbergen etwas? Sie meiden diesen Ort, als wäre er verflucht. Der Sota vor einigen Nächten hier rumschlich. Versteckt euch und seid vorsichtig. Ja, ich dachte es mir schon, na, weil hier... Was verstecken diese Leute hier? Eine Leiche ertrunken. Ja, was verstecken die hier, ne? Genau, das dachte ich mir schon. Nämlich die ganzen Leichnämer da drin, das war doch wohl interessant. Ich dachte es mir vorher schon so, als ob das nicht das ist, was wir suchen. Wo waren die jetzt noch gleich? Hm, bin ich falsch abgebogen? Scheinbar soll ich hier wohl noch was suchen, ne? Hitoka
Da wurde etwas oder jemand aufgehängt. Was geht hier vor sich? Jetzt müssen wir hier rüber, oder? Ist klar. Kleidungsfetzen von Frauen. Blutige Handabdrücke, Kratzspuren. Hier waren Menschen eingesperrt. Sie wollten verzweifelt entkommen. Das ist ja überhaupt nicht chillig, was hier abgeht, ne? Geht irgend so ein Psycho-Shit. Na, da war das Leichenzimmer, genau. Der Boden ist zugefroren. Also, da starben die meisten an Krankheit. Alles Männer durch Waffen getötet. Ah, da gehen noch Vorräte, Elise. Wild. Eine große Gruppe hat die Stadt verlassen. Jemand hat Bewohner getötet, den Rest am Leben gelassen. Na? Und wir schauen jetzt mal, wohin die dann gegangen sind, diese Jemande. Verstehe. Oh Leute, ich glaube, das wird... Sie sind dort lang, ja, ja. Ich folge den Spuren. Was ist das da vorn? Sollen wir da mal... Oh, du meinst das hier? Die Hände sind gefesselt. Sie wollte weglaufen und wurde erschlagen. Und liegen gelassen. Mehr Spuren. Ja. Genau, dann gucken wir mal, ne? Eieiei, Jin, hier sind wir ja wieder wo reingeritten, ne? Und zwar literally. Einfach mit dem Pferd angekommen, reingeritten und dann geht hier wieder irgendeine Party ab, ist ja klar. Ist ja absolut klar, ne? Ja, kommt ein bisschen Ligusta, nehmen wir jetzt gerade auch noch mit. Ah, ne, ist ja Eiben. Ligusta war Tier 3, wenn man das so sagen will, ne? Bambus, Eibenholz, dann Ligusta. So ist, glaube ich, das Ranking, wenn man das so nennen will. Jetzt haben sie im Gehöft Halt gemacht. Mongolen, dann ab zur Sarugami-Rüstung, ne? Jetzt habe ich gerade irgendwo einen Questmarker hingesetzt, oder? Ja, ja, genau, da will ich nicht hin, aber danke. Ach so, oh, die machen hier, ich verstehe schon, ne? Oh, das hat den voll erwischt. Ja, ja. Tut mir leid, wir machen es nochmal. Ich habe nicht direkt gecheckt, dass die hier wieder Geißelgeschichten machen wollen. Und der Feuerwerksdude ist dann ein bisschen nervig, da müssen wir dringend mit einem Kunai reingehen. Sonst nervt er mich so sehr, dass ich nie wieder Bock habe zu spielen. Nervt mal. Okay, nochmal. Das hat den nicht erwischt. Ist ja nervig. Das steckt. Den hat er, ne? Alter, wie viele das bedröppelt und wie weit das geht, ist echt bodenlos, ne? War nicht noch ein Dosho da? Eben. Wusste ich's doch. Okay, ne? Das dürfte es gewesen sein. Gegner sind in der Nähe, Tatsache. Aha. Tja, Freundchen.
Da habe ich dir durch die Brust in die Kehle gestochen, ne? Wie man es halt so macht. Was flattert da? Ach, das ist deine... Verstehe. Hi, na? Es ist vorbei. Ich bringe euch zurück nach Hause. Wir gehen nie wieder zurück. Die Männer von Sago überlebten, weil sie uns diesen Monstern gaben. Mm. Diejenigen, die uns helfen wollten, sind tot. Können uns hier niederlassen, mein Herr. Doch nur ihr könnt für Gerechtigkeit sorgen. Die werdet ihr bekommen. Alles klar, also gehen wir jetzt wieder zurück und reden mit denen. Oder schlachten. Ich kümmere mich um die Männer von Sago. Ja, dann gucken wir mal, auf welche Art sich da gekümmert wird. Ne? Müssen wir jetzt mal schauen. Alter, sieht das hier wunderschön aus. Muss echt sagen, so für diesen Arc passt die Sarugami-Rüstung halt auch wie die Faust aufs Auge, oder? Wir sollten entsprechend eigentlich auch mal noch den Hut anlegen. Fällt mir gerade auf, diesen moosbewachsenen Rattenhut. Ja, genau, weil der sieht damit natürlich absolut geil aus, ne? Kommen die Farben einfach gut wieder darin. So. Dann, meine Lieben, ihr habt ja ganz schön gelabert, ne? Hier geht ja eindeutig wilder Scheiß. Kommt raus und verschwindet sofort, okay? Ihr habt gelogen, Sota. Was meint ihr denn? Die Frauen von Sago sind frei. Was hätten wir tun sollen? Wir sind keine Kämpfer. Nein, ihr seid Schweine. Allesamt. Verschont sie, mein Herr. Es war mein Plan. Ich habe sie dazu genötigt. Wie ihr wollt, Sota. Okay. Ja, na Leute. War uncool. Ich hoffe, das ist euch eine Lehre. Das war's jetzt. Im Kampf ist keine Schnellreise möglich. Wo bin ich denn im Kampf? Soll ich den niedermetzeln, oder wie? Weiß jetzt nicht, wie nötig ich das fand. Was hier passiert ist... Ja, okay, er geht zu ihnen, denn er meint, überall ist es besser als hier. Jin, ich weiß jetzt nicht. Jahrelang die Fähigkeit, mit dem Schwert zu perfektionieren, um dann irgendwie, na, unschuldig kann man jetzt nicht sagen, aber einen unbewaffneten Mann töten zu können, weiß ich nicht, ne? Schwierig, schwierig. Obwohl es natürlich schon äußerst unschillig war, was die gemacht haben. Versteht mich nicht falsch, aber... Weiß ich ja nicht, ne? Irgendwo auch... Ah... Moralischer Zwiespalt ist da. Ne? Fassen wir das Ganze doch einfach mal schnell so zusammen. Tracht des reisenden Arimasen. Ja, hi, ne? Und? Hast du Bock? Es geht los. Weiter geht's. Walfängerdorf Kawachi. Kawachi wird bestimmt cool, oder? Das war aber tief. Einfach gemacht hier, ne? So, ja, wir müssen ohnehin so einigermaßen in diese Richtung. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich bin jetzt echt gespannt, ne? Was hier so im letzten Akt noch alles auf uns zukommt, also dass wir den Kahn auseinandernehmen, ist ja wohl irgendwo klar. Na, das wird geschehen. Brennöl, Pfeile. Ihr habt größeren Respekt verdient, das ist so, ne? Da verbeugen wir uns natürlich, ganz klare Sache. Okay, ja, ne? Und ich sag mal so, wir haben jetzt wirklich, jetzt würde mich durchaus wundern, wenn wir noch irgendwas freischalten, so von wegen, ja, du kannst jetzt noch das oder dies. Ich glaube, gameplay-technisch, funktionentechnisch, wenn man so sagen will, sind wir durch. Und jetzt bin ich echt gespannt, was das Game noch so draus macht. Wisst ihr, wie ich meine, sozusagen? Also, was kriegen wir jetzt noch alles zu sehen? Was dürfen wir noch alles erleben? Da bin ich einfach heiß drauf, ne? So, guck mal. Sarugami P hat Bock. Was? Die treten da auf die ein? Na dann.
machen wir es eben auf die Tour, ne? Hunde haben sie auch dabei. Wer ist nächster? Du. So, und jetzt Kamera nicht einmal ringsrum drehen, weil ich sehe ja schon, wer da ist. Ne? Genau. Na, also. Weg mit ihm. Weg mit dir. Okay, wohin Kamera? Wollt mal nach da oben. Also war schon ich, ne, aber hatte nicht im Gefühl, dass ich es gerade so übertrieben habe. Naja, ne, lief, war easy. Loot ist nicht sonderlich viel da. Hol mal schon mal unser Pferd her. Ja, genau, und dann wirst du gerettet, das ist ja vollkommen klar. Ich flick hier noch schnell mein Schwert. Geflickt. So, guck mal. Was ist denn mit dem Vogel los? Geht's dir gut? Yuki. The best day of my life. Okay, Vogel? Sag mal, wie ist es denn bei dir? Kann man denn auch Raubtierfälle abnehmen? Ah nee, habe ich das nicht schon mal gemacht und der hatte dann gar nichts, der Arme? Ja, oh nee. Oh nee. Ja, okay. Lektion für immer gelernt, ne? Geschieht das wirklich? Ja, ja, vieles geschieht wirklich, ne? Ist schon so. Realität ist eine irre Geschichte. Okay, wohin denn? Wir sind auf dem rechten Weg. Auch schon tatsächlich bald da, ne? Nur noch 200 Meter. Auch wunderschön hier, oder? Also Licht und Ambiente holt mich hier maximal ab. Geht's dir gut? Ich wollte ja gerade eigentlich nur ein bisschen die Aussicht genießen. Ich dachte, du bist da dabei. Da hinten hätten wir einen Bär, ne? Aber... ja, ja. Hier und da noch ein paar Raubtierfälle abzuholen, wäre bestimmt nicht verkehrt, aber... ich krieg das nicht immer übers Herz. Was soll ich euch sagen? Zumal die Sachen, die wir mit Raubtierfällen verbessern, eigentlich schon weitestgehend durch sind. Obwohl ich glaube, dass wir dadurch das Flammenöl auch weiter hochboosten könnten, beispielsweise. Das wäre natürlich noch cool. Haben wir auch noch gar nicht genutzt eigentlich, ne? Könnten wir hier mal machen. Mit F aktiviere ich das dann, ne? Oh, wow, wow, werden die zerlegt. Die Arme. Ich krieg dich. Ich krieg ihn nicht. Wohin denn? Na, wohin denn? Ist der jetzt geflohen gerade? Aus Angst oder wie? Weil er Schiss vor meinen Skills hatte. Also versteht mich nicht falsch. Der ist gerade Zeuge davon geworden, wie die hier massiv niedergeschlitzt wurden, aber auf der anderen Seite ist das halt ein Hund. Oder Wolf, ne? Empfindet der dann so Schiss? Kann der das einordnen? Weiß ich ja nicht, ne? Ja, und jetzt hier mit Waffe entzünden war nicht viel. Ich bleibe hier, bis sie tot sind. Achso, da ist noch... ah, verstehe. Guck mal. Dann regeln wir das mal noch, ne? Ja, ne? So, und das ist jetzt okay. Ich würde behaupten, die Luft ist rein, oder? Ah, ne, guck mal, da oben sind auch noch welche. Ja, 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 alles gut, ich regel das, ich regel das. Liebst, dass die mich nicht hören, wenn ich hier so rumrenne, ne? Aber ist den ihr Ding. Den ihr Ableben. Fiel man immer so an denen nicht vorbei darf, ne? Ich lieg doch alles daran. Ah, da oben war noch einer. Ja, ja, komm nur her. Ich bin bereit. Kommst du runter oder soll ich hochkommen? Wie konnte ich den denn übersehen? Alles klar, ne? Jetzt aber, oder, Freundchen? Jetzt ist okay. Ja, bitte. Kein Thema, Mann. Komm runter, wir haben das im Griff, ne? Die Gebete wurden erhört. Geht. Gebt auf euch Acht.
Ja, das sollte er machen. Töte einen Gegner aus der Deckung einer Rauchbombe. Das kriegen wir hin, ne? Also eine Rauchbombe und dann Flammenschwert, oder? Das ist, glaube ich, der neue Plan. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich bin am Überlegen. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen was nehmen, was nicht ganz so meinen normalen Vorlieben entspricht, aber besser zu unserer Rüstung und zum Klima passt. So was Buschiges. Wisst ihr, wie ich meine? Alter, was sind die denn alle so sick, Mann? Ah, wir haben so unendlich viele Skins, die so super geil schön sind. Das ist auch echt irre. Oh ja, das passt, ne? Junge, Junge. Okay. Hier unser Pferdschild da oder irgendein Pferd. Na, jedes Pferd ist jetzt ja gewissermaßen unser Pferd. Wissen wir ja, wie es ist, ne? Hui! Haben wir geregelt. So, und jetzt? Oh, shit. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Wie ist es da draußen mit der... Genau, da müsste ich ja eigentlich schon gucken, ne? Ich habe das Gefühl, die machen die andere kaputt. Wo ist denn, wo war denn hier die zweite Geißel, die ich vorher angezeigt bekommen habe? Wie soll ich denn jetzt zwei auf einmal verteidigen? Wie hast du mich wieder aus dem Blick verloren? Okay. Und, was sagst du, Freundchen? Reicht das für dich? Ja klar, kein Thema. Aber wo ist denn der dritte von euch? Der schien mir da gerade ganz in der Nähe zu sein. Weißt du da was? Endlich. Danke, mein Herr. Pass auf da draußen. Takurodo-sama. Fünf Geißeln sind das hier. Okay, wow. Dann muss ich ja schon gucken, dass ich hier nicht, ne? Nein, die Armen. Verschaffen wir uns mal ein bisschen Überblick. Wir können sehr weit hoch oder darüber schwingen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da lang. Takurodo-sama. Alter, yo, da ist ja echt ein Wal. Digga, die haben da komplett einen Wal an Land geholt. Den gucken wir uns nachher an, ne? Der Arme, aber irgendwo auch. Es gibt eine super South Park-Folge dazu, die meiner Meinung nach diese ganze Thematik super gut auf den Punkt bringt, ne? Wenn, ich sag mal, westlich geprägte Nationen sowas sagen wie, die essen da Hunde oder, ne, machen irgendwelche Dinge mit Delfinen oder Walen, wie bodenlos, und wir einfach genau das gleiche mit Hühnern und Kühen machen, ne? Und dann ist aber kein Problem. Wisst ihr, wie ich meine? Das fand ich schon immer so ein bisschen heuchlerisch. Das wird in der Folge super gut thematisiert, wie ich finde. Aber für mich ist South Park auch einfach eine Wonne der Satire. Die haben Satire gecheckt. Ja, ich bin da, ne? Aua. Oh. Alter, diesen Sperr-Move muss ich dringend lernen zu parryen. Er wäre so wichtig. Ah, den meinte ich zwar nicht, ne? Ich muss hier hoch. Der will nämlich da Quatsch machen. Ja, jetzt geh doch! Lauf zu! Nein, nein, nein! Weg mit dir! Ja, genau, machen wir nicht. Ah, was wirft der denn da? Puh, nein. Naja, das hatten wir ja schon ein paar Mal, ne? Aber damit habe ich gerade so gar nicht gerechnet. Kommt so Speerträger hoch und sagt Dosho. War ich erstmal ein bisschen verwirrt. Aber stimmt, die werfen ja mittlerweile mit Kunais. Na, Freundchen? Geregelt. Hat wieder niemand sonst mitbekommen hier, ne? Immer schön vorsichtig bleiben, ne? Wohin geht der? Erstmal da am Eck chillen. Klare Sache. Gehen wir wieder nach oben.
ob wir hier irgendwie rauslunsen dürfen. Sieht stark so aus, ne? Aha, da unten ist noch eine. Und da oben dann vermutlich, ne? Und wo sind hier die Gegners? Ja, ja, ich werde dir helfen. Hä? Wer bist du denn? Hier latscht so ein ganz normaler Dude rum. Hier latschen ja lauter ganz normale Dudes rum. Alles wird wieder gut. Ja, für den mussten wir ja gar nichts tun hier. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ja, echt so, leb wohl. Alles gut, ne? Eieiei, der Arme. Guck mal hier richtig. Ui, ui, ui. Eigentlich so anmutige Tiere, ne? Boah. Ja. Denke ich, muss einfach jeder für sich selbst wissen, ne? Was man so isst und was nicht. Ja. Auch, ich sag mal, im internationalen Vergleich gewissermaßen. Ich finde, da sollte man nicht so anmaßend sein. Ja, ja. Aber hey. Darum soll es hier nicht gehen. Echt? Das war daneben? Okay. So, ich meine. Oh. Selbst ich habe hier große Probleme damit, Hunde niederzumachen irgendwie, ne? Also, und das ist nicht das Einzige. Also, da gibt es ja einige Sachen, bei denen ich da Probleme habe, sage ich mal. So zum Beispiel mit der Parade bei ihm, ne? So, und wo ist hier der Le Geißel? Message angekommen. Upsa. Oh ja, da sollte ich direkt nach oben, sonst gibt's da Stress. Wenn ich darf, natürlich, ne? Darf ich hier aus dem Eck? Maybe. Frag für einen Kumpel. Jetzt komm hier. Da ist das hier gerade ein Durcheinander. Ich sehe doch nichts. So, jetzt aber hier, ne? Den haben wir mal alles andere als ehrbar gerettet, den Kumpel hier, ne? Junge, Junge, hab ich da im Eck auf den Latz bekommen. Wo ist denn noch jemand? Der hat nichts davon bemerkt, ne? Da schließt sich eine ganze Etage über uns. Ist ja klar. Wie kommen wir da hin? Ohne dass er uns bemerkt. XD. So. Verstehe. Ich glaube, hier müsste man durchaus auch mal noch unsere andere Rüstung anlegen, oder? Um zu gucken, ob hier noch ein paar Artefakte gehen. Kein Thema. Er hat so ein Rüstungsteil am Start. Ja, Ehre, ne? Damit haben wir 3 von 5, oder? Damit haben wir 3 von 5. Wir sind hier scheinbar noch nicht fertig. Das ist okay. Machen wir den Rest mit der Tracht des Reisenden. Ah, verstehe. Und jetzt im Bosskampf. Ah, nee. Nee. Ich dachte gerade schon, jetzt gibt's noch einen Bosskampf. Aber hier wurde ja nicht angesagt von wegen, hier wohnt irgendein Brotkorb oder so, ne? Oder ein Dogshit. In dem Sinne, ist hier auch alles okay. Wollen hier nur der Walfischerei nachgehen. Ja, stark! Bodenlos. Ich würde gern mal wieder für ein paar Tiere flöten. Ich sag euch, wie es ist. Das fehlt mir richtig, ne? Sehr schade, dass das nach Iki nicht mehr so drin ist, in dem Sinne. Naja, gucken wir mal, was das hier aufdeckt. Schon eine Menge, ne? Aber wir haben hier noch nichts gesehen, ne? Das Gefühl, seit wie lang sind wir jetzt hier unterwegs? 3, 4 Episoden? Wir haben nichts gesehen. Wirklich gar nichts eigentlich, ne?
Dann würde ich sagen, nächste Episode ist das hier dran, in Verbindung mit der Quest daneben, oder? Und dann müssten wir Sarugami-wise auch eigentlich, Sarugami-wise, dann müssten wir gewissermaßen von der Mongolenrüstung ja eigentlich auch schon wieder durch sein, oder? Alter, es ist so bodenlos, wie viel wir jetzt schon geregelt haben. Und wie heftig mich das Game immer noch bockt, ne? Obwohl man sagen könnte, dass der Gameplay-Loop echt immer der gleiche ist. Ich meine, in welchem Spiel ist das irgendwie nicht so, ne? Aber die neuen Impulse, die gesetzt werden, reichen vollkommen aus. Und das Satisfying-Gameplay als Grundlage dazu, dass ich hier voll am Ball bleiben will. Das macht einfach Bock. Ja, dann würde ich sagen, ja, nächste Episode gucken wir uns weiter um, oder? Gerade mal schauen, wir könnten schon mal hierher schnell reisen. Das hier markieren, ne? Hierher schnell reisen, da hoch, da rüber. Und dann haben wir, würde ich sagen, ein gutes Grid aus, von wo wir dann immer einen Spot haben, wo wir sagen können, wir reisen hier hingehen, dahin, wir reisen hier hingehen, dahin, wir reisen dahin gehen, hierhin und so weiter. Ne? Dann können wir, ich würde mal sagen, ganz gut über die Map navigieren und sind erstmal, was das betrifft, super gut aufgestellt. In dem Sinne würde ich behaupten, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ganz viel Liebe da. Euer P. Ade.